Kira, 14 Jahre alt, ist beliebt an ihrer Schule. Im Freundeskreis der Clique. Sie gilt als hübsches, intelligentes Mädchen. Doch mit der Zeit fehlt sie immer öfter in der Schule. Kapselt sich ab. Ihre Freunde denken, sie fühlt sich als was Besseres und lassen sie alleine. Es ist ein Thema, über das wir ungern reden. Ein Thema, das von vielen leider immer noch, obwohl wir 2020 haben, als ein Tabu angesehen wird. Als eine Schwäche, worüber sich viele schämen zu sprechen, aber das müssen sie nicht. Ich rede von Depressionen. 2005 bis 2017 haben sich die Zahlen der Menschen, die an Depressionen leiden, in Deutschland verdoppelt. Werden wir wirklich im Schnitt depressiver? Oder werden einfach nur viel eher psychische Krankheiten diagnostiziert, weil man sie früher gar nicht erkannt hat? Man kann sich drüber streiten. Wie auch immer, es ist ein Problem. Ein großes sogar. Jeder fünfte Jugendliche neigt zu Depressionen. Mädchen eher als Jungs. Und ich denke, wir alle kennen jemanden, der betroffen ist oder waren es vielleicht sogar selbst. Und wie gesagt, dafür braucht man sich nicht zu schämen oder sonst etwas. Viele leiden im Laufe ihres Lebens zumindest einmal an einer depressiven Phase. Anzeichen dafür ist eine generell negative Stimmung. Man hat kaum mehr Antrieb, irgendetwas machen zu wollen. Ein vermindertes Selbstwertgefühl, man kann sich selbst nicht mehr leiden. Sich teilweise selbst nicht mal im Spiegel ertragen. Menschen, die unter Depressionen leiden, kapseln sich ab, bleiben gerne für sich. Gehen ihren Interessen auch gar nicht mehr nach, treten aus dem Sportverein aus, treffen sich nicht mehr mit Freunden. Und das ist ein negativer Kreislauf. Es fängt oft leicht an, man erkennt es kaum und mit der Zeit spitzt es sich zu. Natürlich gibt es Depressionen in verschiedensten Formen, stärker, weniger stark, aber bei einigen wirkt es sich so stark aus, dass sie nicht mal mehr normal ihren Alltag bewältigen können, ohne Panikattacken oder ähnliches. Was für dich vielleicht normal ist, einfach in die Schule zu gehen und da zu sitzen, kann für jemand anderen schon ein Höllentrip sein. Etwas Alltägliches. Und nur weil man es vielleicht selber nicht versteht, heißt es nicht, dass so etwas nicht existiert. Das verstehen viele Leute nicht. Es gibt verschiedene Gründe, Auslöser für Depressionen. Bei den einen sind es traumatische Erlebnisse aus der Kindheit. Sie wurden zum Beispiel missbraucht oder haben andere schreckliche negative Erfahrungen gemacht. Bei anderen ist es eine genetische Veranlagung. Wieder bei den nächsten entstand es durch Mobbing oder fehlende soziale Anerkennung. Aber was kann man tun? Was könnt ihr tun? Was können wir tun? Wenn ihr jemanden kennt, der unter Depressionen leidet in eurer Klasse, eurer Arbeit oder ihr es zumindest vermutet. Das Wichtigste ist, dass man Menschen mit diesem Problem ernst nimmt. Sie nicht kleinredet, sie nicht bevormundet, sie nicht veralbert. Ihnen zuhört. Mit ihnen redet und nachfragt, sich ihre Sorgen und Probleme anhört und ihr zunächst erstmal ganz normal für sie da seid. Es klingt einfach und total simpel, aber es ist nicht selbstverständlich, dass man das tut. Und viel zu wenige machen das. Aber so kann viel verhindert werden, dass es bei einer Person viel schlimmer wird mit der Depression. Wenn diese Person weiß, es gibt da jemanden, auf den sie zählen kann. Wenn sich jemand aufgrund depressiver Probleme abkapselt, ich habe das Beispiel am Anfang genannt, dann denken viele, ach, die will nicht mehr zur Clique gehören, die hat keinen Bock mehr, fühlt sich als was Besseres. Es ist schwierig, diese Anzeichen zu erkennen. Aber oft ist es das nicht, sondern vielleicht Anzeichen einer Depression. Lasst eure Freunde bei Anzeichen nicht alleine. Natürlich müsst ihr euch auch nicht ganz alleine um jemanden kümmern. Es macht sicherlich in vielen Fällen Sinn, auch mit anderen darüber zu sprechen, mit Lehrern, Vertrauenslehrern, mit Eltern, um so zu beratschlagen, wie man vorgeht. Denn oft macht es Sinn, professionelle Hilfe zu holen für den Betroffenen. Und die kann niemand von uns gewährleisten. Aber erstmal da zu sein und zuzuhören, ist ein erster Schritt, dass diese Person sich dann auch Hilfe holt. Denn viele, wie gesagt, schämen sich. Aber wir haben 2020 und das wäre wirklich mein Traum, dass man sich nicht mehr dafür schämen muss. Dass es anerkannt wird, dass man füreinander da ist. Dass man jemanden nicht falsch anguckt, wenn er einem das erzählt. Das würde schon so viel helfen. Ich habe euch auch eine Hotline für Hilfe in der Beschreibung verlinkt. Dort könnt ihr jederzeit anrufen. Bitte schreibt nicht mir, weil ich werde bestimmt nach dem Video hunderte Nachrichten bekommen und ich kann nicht darauf eingehen, nicht auf alle, bin natürlich auch nicht dafür ausgebildet, bei konkreten Fällen Hilfestellung zu geben. Und wie gesagt, würden es dann viel zu viele werden. Aber ich habe eine Hilfe in der Beschreibung verlinkt. Ich wollte einfach mal mit diesem Video Menschen für dieses Thema sensibilisieren. Das war's von mir, die Welt ist böse und passt auf euch und eure Freunde auf.